Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe im One Continue Challenge, heute mit Maui Malat. Das Spiel habe ich, glaube ich, nie so wirklich gespielt, aber das war damals allgegenwärtig und deswegen wird es mal Zeit zu gucken, wie weit komme ich mit ein Continue. Bis gleich nach dem Intro. Willkommen zurück zu Maui Malat. Das habe ich damals in ein paar Zeitschriften gesehen, aber es hatte nicht mal jemand aus meiner Umgebung, aus meinem Freundeskreis. Und im Toys R Us gab es eine Anspielstation. Da habe ich es mal kurz angespielt, aber war irgendwie nicht so überzeugt. Aber gut, das soll man nach 2 Minuten sagen. Sodass ich mich damals für ein anderes Spiel entschieden habe. Aber ich kann nicht mehr sagen, was genau. Wobei das grafisch schon toll aussah. Und Donald Duck hat mich mit seinem Hawaii-Hemd ein bisschen erinnert an später Quackpack. Da hatte er ja auch so ein Ding an. Luau Loot 45%. Also muss ich wahrscheinlich Sachen sammeln. Uiuiui, der steuert sich aber recht flott. Habe ich irgendwo eine Prozentanzeige? Ach, da unten. Ist ohne Zeit. Ja, grafisch sieht das wie so vieles einfach zur 16-Bit-Zeit super aus. Kann ich da hoch? Und das war eben nicht wie andere Spiele, die ich gespielt habe von Disney. Auf dem Super Nintendo von Capcom, sondern glaube so Disney Interactive oder so. War der Publisher zumindest, aber ich kann es nicht sagen, wer jetzt der Entwickler ist. Da habe ich jetzt leider nicht aufgepasst. Ob es die zum Beispiel sind, die König der Löwen gemacht haben. Musik hat ein bisschen was von so einer Fahrstuhlmusik. Weiß ich halt nicht, er ist zwar eine Ente, aber schwimmen kann. Aber ich muss sagen, an die Bewegungen muss ich mich erst gewöhnen. Er spielt sich doch sehr eigen. Okay. Die Zahl mit den Spinnen verwirrt mich noch. Können Ebenen klettern, okay. Ach, das ist mein Schuss. Auf L und R kann ich wechseln. Ah. Und das lädt sich immer wieder auf 50 auf, okay. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so linear, wenn ich Sachen sammeln muss. Gehe ich mal davon aus, dass ich halt wieder zurückgehen könnte, wenn ich irgendwas verpasst habe. Aber Donald steuert sich wirklich flott. Also es ist ein Spiel, was ich auch so auf YouTube mal mitbekomme, dass das halt doch recht beliebt ist. Und das anscheinend viele früher hatten. Weil er verwandelt sich in einen Ninja oder ist der Ninja ein anderer? Das weiß ich jetzt nicht. Boah, aber da werde ich, je nachdem wie weit ich komme, da werde ich richtig Probleme bekommen. Bei richtigen Plattforming aktuell mit der Steuerung, weil das braucht für mich echt einiges an Eingewöhnung. Diese kleinen Plattformen. Also ein Sprung ist schon ein bisschen weit und schnell. Eigentlich müsste ich genügend Prozent haben, um das Level abzuschließen. Ah ja. Get ready, loot found 15%. Das ist wahrscheinlich ein sehr kurzes Level. Oder die Sachen sind sehr versteckt. Okay, klassisch. Die Plattformen brechen weg. Ah, da wäre noch was gewesen. Aber gut, 15% ist jetzt nicht die Welt. Das hätte ich ja eigentlich schon. Kann ich da hoch? Was trifft mich denn da? Die Pfeile? Kann ich dich schieben? Ah, ja. Ich verstehe schon. Hat mir zwar jetzt sehr viel Energie gekostet, aber der Trank macht meine Energie wieder voll und da war ein Checkpoint. Wirkt bisher ganz nett, wenn man so mit der Steuerung ein bisschen Komfort geht. Was bei mir hier echt noch dauern könnte.
Da kamen doch gerade so Dinger runter. Anscheinend nicht mehr. Ach, das muss ich wieder rüberholen. Mhm. Cooles Element, ganz ehrlich gesagt. Gefällt mir. Und sieht auch fair aus mit Checkpoints. Also ich gehe mal davon aus, dass es Checkpoints ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das einfach nur ein Videospiel ist. Oder ob das auf irgendeinem Comic basiert mit diesem Maui Malad oder irgendeinem Cartoon. Aber mir ist zumindest nichts bekannt. Okay, komme ich darüber oder ist der... Ach, das geht. Nee. Ach so, rüber. Okay, okay. Macht Sinn. Wäre cool, wenn ich diesen Ninja oder was das ist noch erlebe, weil es mich interessieren würde, wie sich der spielt. Ich habe irgendwie im Kopf, dass der so ein Bow hat. So ein Bow, wie sagt man, was Donatello auch hat bei den Ninja Turtles. Der Geist sieht halt schon gruselig aus, der da weggeht. Ich könnte auch mal den anderen Schuss probieren, aber da habe ich nur 10. Ah ja, aber der könnte bei dem effektiv sein. Naja, doch nicht so. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, wie viel Prozent ich brauche, um das Level abzuschließen. Aber gut. Da das jetzt ziemlich am Anfang vom Spiel ist, hat es bisher immer gereicht. Und da wahrscheinlich muss ich mich sehr dumm anstellen, jetzt hier nicht die ersten Level mit der richtigen Prozentzahl zu schaffen. Die Musik ist irgendwie so beruhigend. Fühlt sich null irgendwie an, als wäre das jetzt stressig. Ich habe auch das Gefühl, ich gehe im Kreis. Also, dass sich alles wiederholt. Aber gut, das könnte auch das Level sein. Und vor allem kommen ja trotzdem immer noch Schätze. War es das? Stage 4? Ah ja, gut. Dann war das wirklich komplette Stage jetzt. Bin gespannt, was da so ein Gegner auf einen wartet. Bei den Bücherregalen muss ich nichts drücken. Also ich dachte, ich muss vielleicht nach oben drücken. Aber musste ich nicht. Man muss einfach drauf zulaufen. Die Animationen sind schon auch ziemlich cool. Och, das macht mich ein bisschen fertig mit diesem Sprung. Ne, ich will erstmal da hoch. Vielleicht ist da was Cooles. Habe ich vielleicht einfach den Super Nintendo Controller zu intensiv eingestellt, dass der vielleicht zu krass reagiert? Aber eigentlich nicht. Ich meine, kann man selbst beim Emulator ja nicht wirklich was einstellen. Wird schon so passen. Aber das mag ich eigentlich ganz gern, sowas, dass man erst... um das Level abzuschließen, Sachen suchen muss, beziehungsweise eine bestimmte Zahl erwischen. Das macht es ein bisschen, ja, man spielt das Level irgendwie bewusster, weil man ja etwas finden muss, um das Level zu beenden. Uch, war wohl nichts zum Einsammeln. Also nicht, kann ich dich kaputt schießen? Ah ja. Immerhin. Wie so dieser Butler aus Graf Dukula, nur war der ein bisschen stämmiger. Springe ich wirklich so hoch? Habe ich einen Doppelsprung? Nein. Jetzt da runter? Ja. Checkpoint, also kann ich schon mal nicht falsch sein. Okay, ist eigentlich doch ziemlich linear, weil bisher hatte ich jetzt kein Backtracking.
Oh, bitte. Ich glaube, ich und der Sprung, das sind nicht so, wirklich nicht Best Friends. Bin gespannt, ob ich jetzt diesen Abschnitt von gerade nochmal machen muss. Oh, da wollte ich jetzt, ich wollte erst den Schatz holen. Na gut, dann scheint es das hier wirklich so, dass alle Wege nach Rom führen. Okay. Man muss das schon immer recht exakt erwischen. Checkpoint. Ich will mir jetzt aneignen, dass ich erst einmal drüber springe durch die Bücherregale. In der Hoffnung, da ist vielleicht noch was. Okay, Loot 72. Das ist jetzt doch schon einiges. Huch. Was? Ach, jetzt habe ich natürlich kein extra Schuss. Ich bin mir gerade auch ziemlich unsicher. Ach doch, kann ihn kaputt machen. Ei. Alles cool, alles cool. Oh, da ist was. Ist das ein Leben? Oh, ich habe sogar noch 5 Leben. Ach gut, die können schneller weg sein, als man oft denkt. Ja, easy. Jetzt habe ich quasi ein Level geschafft. Also so eine Welt oder sowas. Weil so diese Animation war jetzt eigentlich nur vor dem ersten Level. Ach, Bonus-Level. Bin ich der Ninja? Nee. 2 Minuten für was? Okay, okay, das sind Leben oben. Wird wahrscheinlich schon mal eine Nullnummer. Hat doch nicht. Aber wahrscheinlich, desto höher ich komme, desto mehr gibt es. Hier was? Wahrscheinlich muss ich, dadurch, dass eine 6 ist, muss ich wahrscheinlich Sachen einsammeln, die jetzt auf den verschiedenen Ebenen sind. Und ich bin jetzt schon viel zu hoch oben. Oh ne, ich glaube, da muss ich erst auf die Richtung. Nein, 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 nein. Fang dich, fang dich, fang dich. Keine Ahnung, was das war. Ja, okay, da braucht man schon ein bisschen Skill. Um alles jetzt zu erwischen. Die Zeit wirkt für mich ein bisschen knapp. Aber gut, das ist halt alles Übung. Und gefühlt komme ich da ein bisschen rein in dieses also in dieses Bouncen. Noch ein Leben. Vielleicht schaffe ich es doch noch. Noch ein Leben. Oh mein Gott, ich werde das Spiel durchspielen. Wahrscheinlich war jetzt weiter unten noch was. 2 Stück. Ja. Habe ich vielleicht da irgendeinen Mond vergessen? Oh mein Gott, ich könnte es wirklich schaffen. Da, 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 da. Nein, ich will runter. Oh mein Gott, ich habe es wirklich geschafft. Oder? 0? Ja? Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, das hat ein Passwortsystem. Ist ja cool. Und sogar noch überschaubar. Nicht so wie zu NES-Zeiten, wo das irgendwie 16 Buchstaben und Zahlen hatte. Giant Metal Spider, Creeping Ghost Butlers.
Aber ich mag auch... Oh, bin ich jetzt echt der Ninja? Aber ich mag die Atmosphäre von dem Spiel. Die hat gleichzeitig etwas Fröhliches durch dieses karibische Urlaubsfeeling. Sein Hawaii-Hemd und der Musik, aber trotzdem irgendwie sowas Abenteuerliches. 50%. Oh Gott, ich bin gespannt, wie sich der Ninja spielt. Ach, den habe ich gar nicht, okay. So, wahrscheinlich bestimmt das Teil hier erwischen. Erstmal ein bisschen Schätze sammeln. Da kann ich doch bestimmt rüberspringen. Oder auch nicht. Nee. Oder ich muss erst Dinger sammeln. Okay, das wirkt jetzt nicht so, als würde ich es erreichen, obwohl es so nah ist. Ich erinnere mich ein bisschen an so eine Timon und Pumper-Folge, der Typ. Was macht der denn? Kann ich was machen? Nee. Okay, jetzt bin ich... Donald Ninja? Ich kann mit meinem Bow zuschlagen. Kann ich sonst irgendwas? Auf X kann ich mich zurückverwandeln? Wahrscheinlich nicht. Okay. Muss ich gleich noch ein bisschen üben, das Schlagen. Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen System, dass ich schlage. Ach, ist das so eine Art Tutorial, dass ich hochgehen kann mit meinem Bow, so klettern kann. Vielleicht komme ich da jetzt weiter, wo ich gerade nicht weitergekommen bin. Ah ja, da guck an, mit Y. Jetzt habe ich eine gelbe Binde. Weiß zwar nicht, was das bedeutet. Das kann ich da vielleicht schwingen? Frage ist... Ah, auf A. Okay, ist ein ganz cooles Moveset. Und macht das Spiel ein bisschen spannend. Okay, gefällt mir eigentlich besser fast als Donald selbst spielen. Und das ist auch recht verzeihlich mit diesen Schwingen. Ich muss es nicht pixelgenau treffen. Huch. Okay. Ach, jetzt kann ich ihn steuern. Macht er was kaputt? Ja. Hat sich ja gelohnt, die 5 Meter. Die sind recht auf Zack und ziehen ganz schön viel ab. Sehr gut, sehr gut. Ah. Okay, das kommt unerwartet. Au, jetzt dachte ich, vielleicht wäre es ein Bonusraum, aber nee. Aber ich habe da den Checkpoint erwischt. Kann ich da schwingen? Ja. Sammelt das Teil hier mal ein. Jetzt habe ich eine grüne Binde. Würde mich gerade noch interessieren, für was die verschiedenen Binden sind. Aus denen werde ich echt noch nicht schlau. Wie ich... Habe ich vielleicht eine Blocktaste? Die ich noch nicht gesehen habe oder gefunden habe. Aber zumindest ist es echt fair mit Drinks. Kommt noch einer, oder? Sag einmal.
schon, jetzt reicht's. Ah, gut. Diese Statuen im Hintergrund sehen auch ziemlich cool aus. Mit so einem dulligen Blick. Auf 6 Leben ist echt noch eine gute Basis. Wird trotzdem Zeit für den Checkpoint. Das wird sogar echt länger, als ich gedacht hätte. Das sah immer so schwer aus, wenn ich mal so in der Gameplay reingeguckt habe. Kann ich weitergehen? Muss ich zurückgehen? Ach, okay. Dachte ich mir schon, dass das jetzt nicht von Dauer ist. Sammelt doch ein, mein Freund. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Wahrscheinlich ist es mega easy, die zu besiegen. Ich stelle mich nur wahnsinnig an. Aber jetzt, oh. Ach, das ist nur nach oben gucken. Auf X kann ich mich nur zurückverwandeln. Muss ich mich vielleicht immer zurückverwandeln zum Kämpfen? Es wird ja keins. Ach, auf R kann ich so. Und auf L, oh mein Gott, das probiere ich mal. Okay, da war jetzt nur ein Leben. Ging es dann doch da weiter? Ach, einfach stehen bleiben. Vielleicht kann ich mit den Schultertasten, habe ich eine weitere Range und kann ihn eher treffen als er mich. Okay, ich muss dieses Zeug anscheinend immer wieder einsammeln. Weil jetzt, wenn ich X drücke, passiert nichts. Da oben ist was zum Schwingen. Kann ich nochmal zurück? Nee. Ich verstehe es nicht. Kein Geheimgang, kein Geheimgang. Und hier habe ich ja immer so Passagen mit dem Stock gemacht. Sieht halt so aus, als könnte ich da reinschießen. Ach, ich Idiot. Reichen die zum Verwandeln? Ja. Es könnte so einfach sein. Oh, die sind jetzt blau. Vielleicht halten die mehr aus. Okay, okay. Na gut, es war jetzt eine kleine Plattform. War klar, dass er mich trotzdem erwischt. Immer wenn ich gerade auf der Zunge habe, oh, das klappt ja jetzt besser. Okay, da kommen bei jedem Mal mehr. Noch einer? Nee. Die Passagen sehen ganz cool aus, aber irgendwie nimmt es so ein bisschen den Flow raus, weil es eben so langsam ist. Aber auch cool mit der Witterung jetzt, mit dem Gewitter und dem Regen. Okay, jetzt habe ich Platz, jetzt probiere ich es mal. Ich schaff's einfach nicht, nur annähernd ranzukommen, ohne dass er mich trifft. Wow, jetzt das erste Mal. Aber wahrscheinlich ist es mega einfach, die zu besiegen. Und ich vercheck's einfach. Weil von denen tauchen so viel auf, da muss es einen einfachen Weg geben. Kann ich da durch? Nee.
wie sie auch immer gehen, so schleichen, wo ich mir denke, als würde ich dich nicht sehen. Okay, so viel Energie habe ich jetzt gar nicht verloren. Seit dem letzten Drink. Okay, ich muss... Oh, da war ein Schatz. Sogar... Oh, Checkpoint. Auch wenn ich runterfall, den muss ich mitnehmen. Aber ich schwinge trotzdem mal da hoch. Vielleicht wartet da etwas Cooles. Ach, da oben wäre noch was gewesen. Jetzt bin ich natürlich runtergefallen. Okay, wenn ich immer R drücke, dann hat er mich doch getroffen, gerade wollte ich sagen. Dann bleibe ich in so einer Animation drin und er kann mich nicht treffen. Aha. Oh, bin ich da hergekommen? Bin mir gerade unsicher. Okay, da wäre nur so ein Schalter gewesen. Wahrscheinlich hätte ich den gebraucht. Gut, sehe ich gleich. Aber hier sind wieder Sachen zum Sammeln, also kann ich nicht so falsch sein. Obwohl ich schon so viel gesammelt... Es reicht, glaube ich, noch nicht, oder? Ah, doch. Jetzt kann ich es mal probieren, wie es mit der Schusswaffe ist. Ach, gar nichts. Okay. Das ist natürlich uncool. Wollte auch gar nicht so hoch springen. Oh. Also nicht springen, sondern einfach runterfallen lassen, wenn ich wieder auf der Plattform oben lande. Ist angekommen. Ach, doof. Mein Gott. Ich habe jetzt nur ganz angetippt B, weil ich gar nicht erst hochspringen wollte zu ihm. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem die bessere Option. Ja, oder so. Ach, ich konnte mich jetzt schon verwandeln. Hat schon gereicht, okay. Oh, da ist eine Plattform. Und etwas zum Auslösen. Das Leveldesign macht wirklich Spaß. Muss ich... wirklich anerkennen. Hat immer so wie jetzt hier ein paar neue Elemente, die jetzt natürlich nichts Spektakuläres und Neues sind. Aber sie wirken nicht aufgesetzt und erweitern einfach die Welt. Rechts oben bin ich mir auch noch unschlüssig, was die hohe Zahl ist bei diesen Yin-Yang-Zeichen. Kann ich da runter? Bitte, bitte, bitte. Nein. Oh. Okay, ich habe zum Glück immer noch 4 Leben. Ich glaube, da war ja auch was zum Schwingen. Oder? Ja. Wo führst du mich hin? Schaffe ich den Gap? Ja. Und wo geht's dann hin? Hä? Okay, ich nehme doch lieber wieder den unteren Weg. Aber er bleibt zumindest down. Weil so oft bin ich bisher zum Glück noch nicht gestorben, dass mir das jetzt aufgefallen wäre, dass die Gegner anscheinend besiegt bleiben. Was schon ziemlich cool ist. Okay, ich will nie dem Spiel die Schuld geben, aber ich hatte das Gefühl, ich wäre schon oben gewesen an der Plattform. Aber das ging mir bisher
bei ein paar Stellen, so wie gesagt, ich bin gar kein Fan davon, dem Spiel die Schuld zu geben. Und manchmal habe ich hier das schon das Gefühl, es sieht optisch so aus, als hätte ich eine Plattform oder so erreicht, aber dann irgendwie doch nicht. Aber ich kann mich auch täuschen, dass ich mir einfach nicht eingestehen will, dass ich Fehler mache. Oh, immerhin Checkpoint. Checkpoint. Diese ganzen Statuen und Gravuren, die sind halt echt ziemlich lustig gemacht. Nimmt man fast nicht wahr. Das wirkt jetzt auch so, als könnte ich es eigentlich schaffen, weil beide Beine über der Plattform sind, aber Spiel sagt nein. Ich bin voll misstrauisch geworden mit da kann ich runter. Wobei da unten jetzt ein Gegner war. Ein bisschen besser komme ich mit dem Sprung klar. Oh, das könnte reichen. Es war nicht viel, was ich gebraucht habe, oder? Bitte. 33 hatte ich. Oh, das sieht nicht so aus. Ah, doch. Uiuiui, gegen wen kämpfe ich denn jetzt? Oh, das glaube ich könnte intensiv werden. Achso, ich muss trotzdem erst Loot finden. Gleich verwandeln. Ach, muss ich trotzdem schon kämpfen? Nee. Ach, ist doch schon ein Kampf. Aber wirkt jetzt nicht so. Als... wäre das die gerade, die man gesehen hat. Aber vielleicht muss ich sie retten. Es wirkte schon so wie ein Tease für den Gegner. Oh, Drink. Die Musik könnte ein bisschen changen bei Bosskämpfen. Also zumindest hier, das wirkt jetzt noch einfach regel. Aber gut, vielleicht kommt es, wenn ich das jetzt hier schaffen sollte mit den Dudes. Die sind auch nicht so aggressiv wie die, die im Level stehen. Okay, ich springe lieber nicht mehr hoch. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen schneller triggern mit der Angriffstaste. Wird mal wieder Zeit, dass einer einen Drink verliert. Uiuiui. Boah, ich bin gespannt, wenn ich gleich hops gehe, was ich hundertprozentig tun werde. Boah. Glück gehabt. Okay, Donald, drauf, drauf. Ach, der ist in die falsche Richtung geflogen. Ein Drink. Aber es ist schon... oh, die sehen ja cool aus. So richtig Ninja. Fast schon so Plucky Duck mäßig. Nicht Plucky, Daffy Duck. Plucky war ja der kleine Dude. Ach, jetzt trifft doch mal wieder. Kein Drink. Komm, schaff ihn wenigstens. Oh, Drink. Und jetzt kommt sie wahrscheinlich. Weil die Musik wechselt, oder? Oder ist das zum Einsammeln? Nee. Huch. Okay, ich bin... ach, das muss ich treffen. Ist ja funny. Das kann mich nicht treffen, wenn ich es davor treffe. Und es fliegt eigentlich nur in ein Unendlichkeitsmuster. Eine liegende Acht quasi. Okay, ich dachte jetzt, es kommt dieses Entenmädchen, aber anscheinend nicht. Oh, oh mein Gott, aber wirklich knapp. Nochmal eine Ente bekommen, habe ich jetzt wieder 5 Leben?
Und hier ist auch nochmal eins. Und jetzt habe ich in den Optionen eigentlich nichts eingestellt, auf, wenn man Schwierigkeitsgrad ändern kann, dass es irgendwie leicht sein soll. Also es ist wirklich fair. Was man Leben findet, Checkpoint, Energie, also das ist wirklich fair gesetzt. Kann man wirklich nichts sagen. Ich wollte doch auf dem Mond landen. Ich will eigentlich nach unten. Okay, jetzt erstmal nach links weiter, weil bestimmt auf der Höhe nochmal was ist. Oder auch nicht. Man kann sich täuschen. Schaffe ich den? Ach, da ist einer. Oh, die sehen schon auch vom Blick her ein bisschen creepy aus. Wobei die Sterne auch was Merkwürdiges haben mit diesem Grinsen. Oh, da könnte was sein, ja. Oder auch nochmal. Wahrscheinlich muss ich jetzt eher links. Das ist ein Continuo, denke ich mal. Da ist eine Sonne. Komme ich da hoch? Okay, jetzt ist es nur die Frage, das muss irgendwo weiter unten sein, der Mond. War ich da schon? Ja. Hier vielleicht? Ha! Die Bonuslevel sind immer knapp, aber ich meister sie ganz gut. Ja, Passwort egal. Mein Gott, ich spiele jetzt echt schon eine halbe Stunde oder so. Nicht gedacht. Aber macht echt ganz Spaß. Hätte ich es als Kind doch mal genommen, weil ich weiß echt nicht mehr, was ich dafür genommen habe. Vielleicht Sink or Swim für Super Nintendo. So ein bisschen Puzzle-Plattformer. Der ursprünglich, glaube ich, vom Amiga war? Bin mir aber gerade nicht sicher. Uiuiui. Okay, kann mich noch nicht verwandeln. Aber die Atmosphäre hat echt was Cooles. Ach, ich kann mich festhalten. Aber die Musik so cool, weil die einen ganz anderen Flair hat, wie gerade das Level-Design. Immerhin brauchen die nur einen Schuss. Uiuiui. Cooles Jojo, aber macht gut Schaden. Donald, halt dich fest. Okay. Bin gerade in die Hütte reingegangen. Vielleicht ist das ein... Ach nee, das war schon das Ende der Stage. Okay. Okay, jetzt braucht 14, 16 stand, glaube ich, da. Das wirkt jetzt auch nicht so viel. Kann ich mich verwandeln? Nee. Okay, ich kann leider nicht. Zumindest kriege ich nicht auf die Reihe, dass ich immer spring, dass ich schneller oben bin. Fehlt mir anscheinend das Geschick dazu. Hier geht es schon mal nicht weiter. Oder wahrscheinlich rechts. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da überhaupt lang kann. Aber ich kann zumindest nach oben hinweg springen, wie es aussieht. Okay, das war nicht vorherzusehen. Das ist schon mal gut, dass ich mir quasi den Kopf nicht stoß. Ja gut. Easy. Ach, jetzt braucht er auf einmal zwei Schuss. Okay, die richtige Prozentzahl hätte ich eigentlich schon. Hier habe ich mir jetzt schon den Kopf angehaut.
Okay, die haben verschiedene Sachen. Oh, da ist ein Leben. Aber anscheinend von der anderen Seite. Ah, dachte ich mir schon fast. Ich hoffe, das ist Schokolade. Also ich kann jetzt gerade nicht mehr steuern. Ich hoffe, das gehört so. Ja, da ist ein Checkpoint. Okay, okay. Okay, der verflucht mich jetzt. Okay, das ist cool. Ist meine Waffe noch genauso stark? Ja, wirkt so. Gott sei Dank kann ich nach oben schießen. Oh, der hat Glück, dass ich vorbeigeschossen habe. Oh, da ist ein Drink. Aber gut, ich habe noch viel Energie. Ist auch wieder eine coole Idee. Ist zwar halt vielleicht ein bisschen repetitiv für den einen oder anderen, wenn sich das jetzt gleich dreimal wiederholt, aber ich finde es ganz nett. Und finde ich auch cool, dass ich jetzt mal wieder gezwungen werde, den regulären Donald zu spielen, weil ich selbst würde ihn jetzt nicht mehr nehmen wahrscheinlich, weil ich immer den Ninja nehmen würde. War das eigentlich ein Super Nintendo Exclusive oder gab es das auch für einen Mega Drive? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Ein Drink, sehr gut. Wie ich mir dachte, ja, das spiele ich jetzt ein bisschen. Hab nicht so Vertrauen in mich und dann kann ich noch duschen gehen. Und jetzt ist es doch schon ein bisschen später, weil ich ganz cool eigentlich durchhalte. Was natürlich schön ist, wenn das Video länger dauert, dann ist es vielleicht auch ein bisschen netter zum Gucken, wenn ein bisschen mehr passiert, als ins Spiel reinzugehen und Game Over zu gehen. Aber manche Spiele sind halt leider so, vor allem am NES. Da waren ja manche One Continue Challenge Ausgaben wirklich bloß 2 Minuten. Aber selbst in das mieseste Spiel kann man sich ein bisschen reinarbeiten. Die Animation ist schon auch echt cool. Ach, da kann ich hoch. Oder auch nicht. Aber ich habe 100%, hallo. Ist jetzt die dritte Welt, ne? Ich hatte so gesehen jetzt 2 Bosskämpfe. Cool, dass ich nicht gleich gestorben bin. Kann aber gleich passieren. Ach, hier sind wieder diese Schokoladenrutschen. Vielleicht muss ich hier wieder was betätigen. Ich habe immer noch 6 Leben, obwohl ich doch schon ein paar Mal gestorben bin. Oh, es werden gerade ein bisschen viel. Aber anscheinend kommen die immer wieder, wenn ich die kaputt mache. Wie immer gleich ein Drink da ist beim Checkpoint. So. Oh mein Gott, was bist du denn? Muss ich die da oben runterschießen? Nee. Ich weiß halt auch nicht, ob ich treffe. Ich will ihn treffen, aber... Ach so, einfach nur drauf schießen. Okay. Da wäre jetzt ein bisschen Feedback ganz cool gewesen. Kommt nochmal einer, oder? Weil ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich den treffe oder nicht. Schieße ich einfach mal drauf, ohne groß... Ja, okay. Ja, wäre ein bisschen Feedback jetzt cool gewesen.
kommt wahrscheinlich nochmal, weil alle guten Dinge sind drei. Wie er nackig ist. Nochmal einer oder war es das? Ach, da oben ist noch einer. Okay. Gut, einmal hätte es jetzt da auch getan. Warum taucht er denn jetzt nicht auf? Oh, so, jetzt kann ich mich auf dich konzentrieren. Ein Leben. Das heißt, das war's. Keiner mehr? War das die Stage? Ja. Level complete. Oh, das wird, glaube ich, knapp. Oh, aber gerade noch. Naja, wobei. Admit One Duck. Bonuslevel. Habe ich jetzt 7 Leben? Könnte meine längste One Continue Challenge werden. Ich glaube, mein längstes war ein Stündchen oder so. Das hatte ich zweimal. Einmal bei Stargate und einmal bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo das noch war. Aber irgendwo war das noch. Schon mal gut Zeit verloren. Ach, hier ist doch einer. Reicht der bis hoch? Ja. Lutscht sich jetzt ein bisschen aus für mich, das Bonuslevel. Hätte ich gern noch irgendeine andere Art. Jetzt gehe ich erstmal auf einer Seite hoch und auf der anderen runter. Zwei Stück, ja, das könnte passen, dass die auf dem Weg runter hier sind. Ja. Irgendwie kommt es mir vor, als wären die sogar immer an der gleichen Stelle. Und eins jetzt. Hier vielleicht noch. Ich habe noch genügend Zeit. Ach, da war eine Sonne, da war eine Sonne. Ja, da sollte ich hoffentlich noch hinkommen. Ich dürfte doch bald Leben haben, das überall hinreichen wird. Ach, ich muss erst da. Easy. Gut, dass ich mir was zu trinken geholt habe. Wie funny das wäre, wenn ich das jetzt durchschaffen würde. Aber das Spiel ist bestimmt zwei, drei Stunden lang. Oh, das sieht schon nach einem anderen Level aus. Kann ich dich jetzt kaputt machen? Ja, es dauert nur. Oh. Okay, der Boden ist wirklich Lava. Eigentlich muss ich dich gar nicht vernichten, oder? Oder doch? Vielleicht ja doch. Ach, jetzt kann ich doch verwandeln. Okay. Die Musik. Null irgendwie so Flair, als wäre ich jetzt irgendwie in irgendeinem Vulkan, vor allem im Hintergrund. So ein Totenkopf wie von der Alien Queen. Oh, die könnt mit dem Stocken ein bisschen. Hauptsache Checkpoint. Ich habe genügend Leben. Ich habe 9 Stück.
Ach, jetzt muss ich wahrscheinlich nach oben. Okay, da oben war was. Nein. Donny, kannst du dich bitte festhalten? Ah, Donny sage ich schon, als wäre es halt wirklich Donatello. Okay, die gehen gar nicht höher. Muss ich wahrscheinlich runter, dass sie spawnen, ne? Ja. Ah ja, komme ich da hoch? Muss ich da hoch? Ja. Sehr gut. Okay, da ist eine Fledermaus im Weg. Habe ich schon mal eliminiert. Dann sollte ich jetzt ganz gut durchkommen. Oh, meine Energie ist mittlerweile auch jenseits von gut und böse. Nein, 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 nein. Aber anscheinend gibt es auch immer einen Weg unten. Ich bin jetzt... Okay, ich kann gar nicht mehr als 9 Leben haben. Nein, ich wollte rechts weiter. Ich habe genügend Energie. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will erkunden und springen. Macht mehr Spaß. Kann ich den kaputt machen? Ach so, das verschwindet immer. Wirkte jetzt so, als könnte ich dem Schaden machen. Ja. Okay, dann hat das bestimmt einen Nutzen, dass ich den kaputt mache. Hält zwar viel aus, aber der würde nicht ohne Grund so leuchten. Immerhin tut er es, sodass ich weiß, ich mache jetzt irgendwas, was vielleicht eine Funktion hat. Ich sollte halt nur treffen. Wird der vielleicht immer kürzer? Könnte sein. Ja doch, ich glaube, der wird kürzer mit jedem Schlag. Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch 2 Schläge. Jetzt sieht es nur noch nach dem Kopf aus. Hat jetzt irgendwas gemacht? Spawnt jetzt wieder, ne? Ach, da oben ist was. Und da ist eine Blase. Ah ja. Könnten Level geschafft haben. Ah, sehr gut. 2%, okay. Verwandlung? Geht noch nicht. Oh, da steigt... Oh mein Gott, da muss ich mich aber jetzt schnell zurechtfinden. Habe ich noch 9 Leben oder... Zählt es doch drüber? Also, wenn ich über 9 habe... Okay, ich muss mich echt beeilen. Und darf keinen Sprung. Ja, gut, gut. Ich muss immer bis vor an die Kante gehen, um weite Sprünge zu schaffen. Aber wie viel Leben habe ich denn, wenn es immer noch 9 anzeigt? Muss ja einiges sein. Oh, jetzt habe ich mich wie ein richtiger Superheld im Verborgenen umgezogen. Okay, okay, okay. Ach, zu spät, oder wie?
Oh, das meine ich. Das sieht so aus, als wäre ich richtig gelandet, aber fall trotzdem durch. Also ich bin gerade trotzdem noch im Speedrun-Modus. Ich weiß zwar nicht, ob mich das noch verfolgt, die Lava, aber ich gehe mal davon aus. Okay, schwingen nach links. Ach nee, nee. Da ist wieder was. Und jetzt vielleicht nochmal in die Richtung. Ja. Okay, das geht eigentlich ganz gut voran hier. Oh, oh, falsche Richtung. Boah, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, hätte ich ganz schön viel wieder hochgehen müssen. Ach. Oh, ich dachte jetzt schon. Und nun? Ach ja. Oh, das könnte das Ende vom Level sein. Ja. Okay, das hat Spaß gemacht. Hätte ich fast streamen können, das Spiel. Hätte ich das gewusst. Passwortsystem. Ich komme recht weit. Das ist ja cool. Okay, ich kann nur nach oben schießen. So Space Invaders mäßig. Und mich kann es auch zerdrücken. Okay. Dachte ich mir schon. Aber ich dürfte immer noch 9 plus Leben haben. Ah, ich kann sogar mit oben und unten ändern, dass ich viel Space haben will. Das ist ja mega cool. Okay. Das ist tricky. Battletoads-mäßig. Okay, jetzt bin ich im einer Bereich lebenmäßig. Okay, ich muss viel schneller rüberziehen. Da ist kaum... Und ich darf halt nicht so... Okay, das macht es ein bisschen schwer, wenn ich andock an irgendeine Wand, dann dodgt es mich ein bisschen, sodass ich halt nicht so die Kontrolle habe. Okay, ich sehe schon, das Level wird mein Enemy. Ah, wieder. Kurz zu früh. Und dann seht ihr, dann dodgt es mich zurück. Ich verliere Zeit und schaff's nicht mehr. Boah, das macht Spaß. Sowas liebe ich. Auch wenn man vielleicht 100 Tote erstmal stirbt. Aber wenn man es dann schafft, eben wie Battletoads, dann ist es so ein cooles Gefühl. Man darf halt den Controller echt nur antippen. Wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, das spielt sich vom Feeling her ganz anders. Also die Steuerung. Sie ist zwar direkt, aber sie zieht halt noch gut nach. Boah, jetzt dachte ich schon, mich hat's wieder zerdrückt. Oh. Ach, lol. Oh. Muss ich von ganz unten jetzt anfangen oder war ein Checkpoint? Ich war jetzt kurz in Panik und wollte mich irgendwo festhalten, so Maui Malad-mäßig. Also so nenne ich einfach den Ninja. Aber ich gehe davon aus, der Ort heißt so. Ach, dann ist immer nur eine Ebene für Checkpoint und Drinks. Wieder unfassbar fair, also. Sorry, dass ich gerade nicht weiß, wer das Spiel gemacht hat, aber Props an euch. Ihr habt wirklich ein sehr faires Spiel gemacht. Okay, jetzt gibt es wieder Checkpoint-Ebene. Oder Vorbei-Ebene. Oh, wirkte sogar ganz cool, dass ich jetzt den rechten Weg genommen habe. Wirkte so, als hätte ich mir einiges an Zeit gespart. Hallo? Ach, jetzt. Ich lasse die Lava lieber unten. Dann habe ich ein bisschen mehr Überblick. So kann man sich quasi selber hochstellen im Schwierigkeitsgrad. Boah, das
erinnert mich wirklich an Battlemaniacs zweites Level, nur dass man von oben nach unten fährt. Ziemlich am Schluss, wenn man durch diese Spikes in schneller Geschwindigkeit fährt. Ui. Oh, 3 Leben. Das ist gut, dass ich jetzt so viel Leben hatte. Dass ich hier recht probieren konnte. Man darf halt wirklich nicht zu früh rüberziehen. Klappt eigentlich ganz gut. Könnte es sein, oder? Alles war bisher immer meistens 3-mal und dann war es das. Ah, ne. Mein Typ wird nochmal verlangt. Ich ziehe schnell rechts rüber, wenn es geht. Okay, macht keinen Unterschied. Oh, das wird echt gut schnell. Ah, es gibt immer 2 Wege. Warum denn nicht? Das wirkt aber jetzt so, wenn es nur ein Ding nach oben gibt, mittig. Ne, doch nicht. Huch. Kurz an der Nase geputzt. Wenn ich das jetzt schaffen würde, könnte vielleicht wieder ein Bonuslevel kommen. Dass ich wieder ein paar Leben bekomme. Oh, in diese Dinger, die man da reingeht, die einen hochziehen, dieser Ententotenkopf. Ah, da ist ein Leben. Mit den spitzen Zähnen sieht schon unfassbar cool aus. Ich glaube, ich hatte noch nie in einem Super Nintendo Spiel, das ich das erste Mal gespielt habe, so viel Leben. Boah, wenn jetzt mit der Aufnahme was wäre, oder ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt, das wäre so funny. Halt eine Stunde umsonst investiert. Man weiß es nicht. Jetzt aber. Nice. Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Huja. Oh, ist wirklich ein Bonuslevel. Huch, hau ich gleich mein Mikrofon kaputt. Oh, oh, Zeit, Zeit, Zeit. Wunderbar, eins habe ich schon mal. Ich habe wirklich das Gefühl, die sind immer am gleichen Spot. Ich kann mich auch täuschen. Aber hier kann man halt so cool Leben farmen. Eieieiei. Okay, wirklich gut Zeit verloren. Okay, ich brauche mehr Schwung nach links. Jetzt hoch, rechts. Und jetzt wahrscheinlich rechts rüber, ja. Jetzt komm schon, Donald. Lieber Schwung holen. Mir geht es eigentlich hier eher nur um die Leben. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich, wenn ich das schaffe, jetzt ein... Doch, doch, da habe ich, glaube ich, auch einen extra Donald bekommen. Doch, da stand doch irgendwas da. Es dürfte ganz oben noch Sonne und Mond sein. Und jetzt auf der rechten Seite würde es Sinn machen, zumindest. Und da unten steht doch, glaube ich, jetzt so ein extra Dolan. Oder auch nicht. Es dürfte eine Zwischensequenz kommen. Jetzt kommt sie vielleicht. Jetzt spiele ich eine Stunde und falle immer noch darauf rein, auf die Waffen zum Einsammeln. Denk immer noch, das sind Enemies. Boah, macht mich wahnsinnig.
65 stand, glaube ich, da. Okay, da kann ich nicht. Sieht so aus, als könnte ich da rein. Wahrscheinlich muss ich auch rein. Ach, okay, okay. Quasi wie die Bücherregale. Uch, das kam unerwartet. Wie die Bücherregale in dem ersten Level. Oh ja, das könnte sein, dass ich mich verwandle. Ja, sehr gut. Okay. Da kann ich bestimmt schwingen. Ja. Ah, das war nur für Goodies. Muss ich auf die andere Seite schwingen. Ja. Oh, fast schon ein bisschen versteckter schwingen. Was war hier rechts? Da muss ich wahrscheinlich nach oben. Aber da kann ich jetzt nur mit Donald, wie es aussieht. Ja. Mit seinem Hemd. Irgendwie. Oh, es hört sich nach dem Segen-Jojo an. Dieser Typ erinnert mich von der Farbgebung her ein bisschen an auch aus so alten Donald-Cartoons. Dieser Vogel, der immer kichert. Und immer dieses Maria-Lied oder wie sie es singt. Ah, nein, 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 nein. Was machst du denn, Maui? ...820, was könnte das bedeuten? Wahrscheinlich habe ich irgendeine Spezialattacke und check's nicht. Kann ich das nochmal aktivieren? Ach, muss ich sogar. Ach so, ich dachte, ich kann auf dem Baumstamm stolzieren. Aber war nicht so. Okay, geht nicht. Ich wollte gleich hoch zu dem Checkpoint springen. Boah, Donald, halte ich doch fest. Das mit den Lianen killt mich schon ein bisschen. Dich will ich jetzt kaputt machen. Okay, schwingen. Brauch wieder deinen guten Ninja. So weit war ich gerade auch. Vielleicht kann ich in die Richtung und hoch? Nee. Ach, okay, ich muss nur diesen dünnen Spot erwischen. Ja, okay. Habe ich vorhin auch probiert, aber da habe ich es anscheinend nicht richtig erwischt. Okay. Dürfte wahrscheinlich bald wieder das Ende kommen. Weil ich schon gut Prozente habe. Kann sich die eigentlich auch festhalten? Nee. Wirkt nicht so. Nehme ich mal Donald. Der kann sich zwar festhalten, aber auch nicht immer so, wie ich es gern hätte.
Egal, Donald, hoch, hoch, hoch. Hier gibt's genügend Drinks immer. Weil jetzt runterfallen wäre unfassbar nervig. Oh, schon wieder 6 Leben, das ist so cool. Gleich weiter. Der hat einen ganz blöden Spot. Oh, Leben. 7 Leben. Oh mein Gott. Ich glaube, insgesamt jetzt schon 25 Leben insgesamt. Also wenn ich das addiere und dann wieder abziehe, was ich auch verloren habe. Okidoki. Was macht das? Ach so. Bungee-mäßig. Bisschen Earthworm-Gym-Vibes. Kann ich schießen? Okay, hier war was. Ach, da unten ist so ein Strudel, den ich wahrscheinlich erwischen kann, erwischen sollte. Ah, wahrscheinlich ist das meine Aufgabe. Oh, ist gar nicht so leicht. Die Dudes kaputt machen. Okay. Unten rechts war, glaube ich, noch einer. Hier, hier. Ach, und ganz rechts auch nochmal. War ganz links auch noch einer? Ach ja. Da sind noch genügend. Okay, perfekt. Dürfte ich nur noch den rechts haben. Ah, nicht erwischt. Die Animation ist auch so cool, wenn man hochgezogen wird. Okay, wo ist er, wo ist er? Noch einer? Nee. Okay, das ist jetzt Autopilot, den habe ich jetzt nicht gelenkt. Anscheinend nochmal, aber ich habe schon gesehen, dass das Spikes sind. Okay, ich glaube, das ist nicht so gedacht, wie ich das gerade hier mache. Ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Doch wieder zurück. Ach doch, unten lang. Hätte ich irgendwas sammeln müssen? Ich probiere es mal nochmal oben hin. Okay, vielleicht habe ich noch nicht die richtige Prozentzahl. Geh mal nochmal zurück. Das ist eigentlich nur oben, unten. Komme ich da gar nicht mehr zurück? Ich probiere es nochmal mit Schwung. Ah ja, doch. Ach, die muss ich zum Tor bringen. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen beim ersten Mal rüber. Oh, ist ja Katastrophe hier, was ich fabriziere. Alle. Oh mein Gott, ich hoffe, die sind einfach nur aus Spaß so viel. Weil das waren ja 10 Stück oder so. Das ist ja eigentlich nicht schwer. Das lässt mir genügend Raum. Denke ich zumindest. Oh mein Gott, die wollen wirklich, dass ich da gefühlt 40 von diesen Dingen rüber schaffe. Bin gespannt, ob die gespeichert bleiben. Sehe ich jetzt schon. Ich warte jetzt.
Na, wo waren sie denn? Keinen erwischt. Jetzt. Erst beschieße ich sie und dann helfe ich ihnen. Oh, es wird nicht gespeichert, okay. Das kriege ich irgendwie nicht gebacken, dass ich die Spots hier rüber so perfekt erwische. Gefühlt muss ich unfassbar rüberziehen. Da muss ich erst nochmal komplett rechts rüberziehen und dann links. Ui. Immerhin verliere ich die nicht, wenn ich irgendwo aneck. Das wäre richtig schlimm. Okay. Oh, muss ich anscheinend echt alle 9 Stück, wenn ich richtig gesehen habe. Donald, greif ihn dir doch. Probier's mal weiter rechts. Komm doch. Ich meine, was soll ich denn da unten anders machen? Ich hoffe einfach, dass die ich jetzt nicht erwischt habe, dass die Deko waren. Und es reicht, wenn ich jetzt 4 habe. Oh, das sieht nicht so aus. Ja, doch noch ein. Nee, muss ich schon alle. Ich meine, warum sollten die sonst alle sein? Weil das würde Sinn machen, dass vielleicht mehr da sind, als ich brauche, wenn ich die verlieren würde bei einem Aufprall. Aber tue ich ja nicht. Hier ist, glaube ich, ein Drink. Den versuche ich zu mitnehmen, wenn ich jetzt wieder rüberkomme. Aber echt ganz nett. Jetzt bin ich doch schon eine Zeit lang im Spiel und trotzdem kommen immer noch neue Sachen. Okay, Drink habe ich wieder verpasst. Wieder verpasst. Immerhin zieht es mir nicht so übertrieben viel Energie ab, wenn ich getroffen werde. Warum schnappt er sich denn den nicht? Der ist doch genau hier. Aber jetzt. Okay, jetzt habe ich mehr verloren, als mir der Drink gebracht hat. Okay, jetzt dürfte der letzte, glaube ich, sein. Oder? Ja, okay, ich muss nochmal hoch. Ziemlich weit links. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, das könnte wirklich klappen. Denn die Energie sollte auf jeden Fall reichen. Uiuiui. Ich hab's verschrien. Nee, das sollte... Ich kann jetzt noch anecken, wie ich will wahrscheinlich. Junge, lass ihn doch los. Warum lässt er den jetzt nicht los? Okay, es hätte mich jetzt ein bisschen frustriert, wenn ich gestorben wäre, weil er ihn nicht loslassen wollte. Musste anscheinend so einen richtigen Spot erwischen. Huh, nochmal. Was darf ich jetzt machen? Ich habe zumindest kein Geschrei gehört. Also anscheinend schon mal keine Kiddies. Ach, da unten muss ich mich festhalten. Und ich kann schießen. Oh, ist ja cool. Oh, aber
ganz schön wenig Platz hier. Ja, ich kann das Spiel nicht bescheißen. Okay, lass los. Oh, ich kenne mich nicht mehr aus. Und jetzt wieder rechts. Eigentlich ist es halt nur immer im Muster springen. Mehr verlangt das Spiel ja gar nicht. Es wirft mich einfach nur rum. Und ich hoffe, ich gehe richtig. War hier rechts jetzt nicht das Exit? Oder gab es hier eine Lücke? Ich halt, versuche mich einfach mal unten festzuhalten. Ich glaube, da war wieder so ein Teil, an dem ich mich festhalten kann. Ja, es sah so aus. Muss nur weiter rechts, weil links war schon ziemlich tief. Ja. Ah ja, sehr cool. Geht doch noch ein bisschen zu Fuß weiter. Oh, ein Checkpoint wäre mal nicht schlecht. Bin jetzt doch schon einige Zeit unterwegs. To the Frog stand da oben, oder? Wie vorhin auch. Oh, langsam sitze ich ja länger als beim Streamen. Das hat sich 1:1 wie Boogerman angehört. Ich habe keine Ahnung, ob das den Schaden macht. Ich schieß einfach mal, keine Ahnung. Weil es droppt ja auch immer Getränke. Mal gucken. Okay, vielleicht doch nicht. Ah, hier habe ich kein Extraschuss. Ach, ich bin so ein Idiot. Ich muss die erwischen. Boah, was kann man für eine Zündschnur haben? Das war's eigentlich, oder? Ja. Mein Gott, mega Genius Boss und ich hab's jetzt zum Glück einfach so draufgehalten, dass er alle erwischt hat. Aber mega coole Idee. Wieder 6 Leben. Langsam bin ich übersättigt mit Leben. Und von dem Bonuslevel auch ein bisschen. Ja, hier gibt es ja auch immer 2 Leben, glaube ich, zu finden. Gutes Ding da unten, gehe ich einfach mal davon aus, das ist ein Continue. Da unten war doch auch was, oder? Ja. Langsam kenne ich es gefühlt schon auswendig. Wahrscheinlich reicht meine Festplatte gar nicht für so eine lange Aufnahme. Ach, es ist doch ein bisschen anders angeordnet. Es kann dann noch nicht der höchste Spot jetzt gewesen sein. Oder? Doch, war der höchste Spot. Dann gehe ich mal runter. Okay, es war ein bisschen zu tief. Ja, vielleicht ist es doch anders angeordnet. Ich weiß gerade nicht. Sieht halt immer so unfassbar ähnlich aus.
Hier runter war nichts, oder? Nee. Mein Gott, dann schaffe ich es halt einmal nicht. Ist ja auch nicht wild. Ach, da oben. Aber wirklich, bei 000. Bin mir gar nicht sicher, ob es noch zählt. Ich weiß schon nicht mehr, wie ich sitzen soll. Auf geht's. Unter Wasser. Boah, richtige Sea of Thieves Musik. Boah, das Sprunggefühl ist ja unfassbar. Aber gut, ich bin ja auch unter Wasser. Aber mit nach unten schießen kann ich mich noch mal ein paar Zentimeter hoch befördern. Okay, und die können mich auch zur Seite befördern. Eine Sekunde Aquatic Ambience. Kann ich das vielleicht kaputt schießen? Tatsache. Muss aber aufpassen. Ah, jetzt dachte ich vielleicht, dass das so nach links und rechts dann explodiert. Boah, zum Glück ist hier kein Zeitlimit. Nur klar, unter Wasser. Der Haken da ist ein bisschen verdächtig, als könnte mich der hochziehen. Und auch nicht. Aber die Laternen wahrscheinlich. Oder doch der Haken? Ich nehme mal ein bisschen Anlauf und springe von hier. Sind safe diese Laternen. Weil da oben geht's weiter, aber... Hä? Ach, kann ich den ganz rüberschieben? Oh, ich muss mich gerade so ein bisschen hinsetzen. Der Rücken klagt. Nee, das kann ich nicht rüberschieben. Und hier rüber geht's auch nicht. Oh, das ist mir fast schon ein bisschen zu... träge unter Wasser. Aber da oben ist der Checkpoint. Vielleicht sind es... Ach. Oh. Ja gut, so. Wird natürlich ein anderer Schuh draus. Erstmal den Checkpoint. Aber auch wieder richtig coole Idee, sich mit der Pistole hoch zu befördern. Boah, ich stehe voll auf das Design in dem Level. Dieses Wrack. Und jetzt hier so piratenmäßig. Also fast schon wie so untote Piraten. Ich denke einfach, es wird schon gut gehen, wo ich lang gehe. Ich darf nicht vergessen, einzusammeln. Das nehme ich gerade gar nicht so wahr, weil bisher hat es immer gereicht. Und ich habe es dann gar nicht so bewusst eingesammelt, sondern halt einfach mehr geguckt, dass ich im Level vorankomme. Geht wohl nicht, wenn ich drauf schieße, wenn es nicht so im Bild ist. Nee.
Okay, muss ich besser zielen. Sehr gut, wieder ein Checkpoint. Und dann kann ich mich wahrscheinlich fröhlich nach oben schießen. Oh, doch nicht so fröhlich. Komm, geh kaputt. Oh, sehr guten Drink. Oh, jetzt glaube ich, ist er verschwunden. Okay, ich muss am Boden stehen bleiben. Habt gesehen, sonst haut es mich zu weit zurück. Und ich will ihn ja bekämpfen. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Vor den ganzen spitzen Waffen. Seid ihr Deko? Nee. Gut, hier war, glaube ich, noch kein Gegner Deko. Nicht jetzt, Donald. War wieder zu früh. So macht's ganz Spaß jetzt. Wäre alles so träge mit den am Boden laufen, wäre es nicht so. Aber jetzt mit dieser Pistole ist echt unterhaltsam. Das könnte es gewesen sein. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Wie ich mich überall vorbeischieße, statt das Zeug zu sammeln. Da ist wahrscheinlich jetzt Laufen zu langsam. Beziehungsweise wahrscheinlich ist es ein guter Mix. Könnte ganz gut ausgehen. Schieß einfach runter, Donald. Da kommt schon wieder ein Drink. Wir könnten einen guten Vorsprung haben, da ich das Wasser jetzt gar nicht mehr sehe, wie es den Bildschirm entert. Während ich das sage, passiert es wahrscheinlich. Ja, könnte bald reichen. Okay, quer, 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 quer. Schade, dass das nicht konstant einblendet, wie viel Schätze ich habe. Aber vielleicht ist das Absicht, sodass man sich, wenn man nicht achtsam ist, immer ein bisschen unsicher ist. Jetzt habe ich ordentlich Zeit verloren. Und bisher war ja, glaube ich, noch kein Checkpoint. Aber das könnte es gewesen sein. Nee. Oh ja, da oben doch.
Oh, ich bin mir gerade echt unsicher. Ich probiere es einfach mal zu entern. 67, glaube ich, hatte ich. Ob es vielleicht doch reicht. Oh, und wie knapp. Oh, mega coole Galionsfigur. Ich glaube, das heißt Galionsfigur, oder? Okay, das macht Spaß. Ich kann das Schiff auch lenken. Schieß einfach drauf, Donald. Bis jetzt immer gereicht. Boah, easy. War mal ein cooler Fight. Also so von der Präsentation und dass ich mit dem Boot rumfahre. Oh, jetzt kommt wieder ein Bonus-Ding, ne? Oh, das macht gerade echt... Bonus macht gerade keinen Spaß mehr, weil es immer das Gleiche ist. Ich glaube, ich... No Entry war es zu wenig. Oh mein Gott, muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee. Boah, das sieht ja richtig cool aus. Ach, das ist... ich dachte einfach, ja, ist ein bisschen Nebel, da kann ich schon durchmarschieren. War wohl nicht so. Ah, das hat irgendwie was Bossartiges. Zombies. Boah, ich bin auch so froh, dass jetzt nicht alles mit Ninjas zugepflastert ist, seit ich den Ninja halt auch machen kann. Gegnertypen sind echt unfassbar abwechslungsreich. Okay, 75 wollten die, ne? Das ist schon einiges. Ach. Ich habe noch 6 Leben. Easy. Boah, egal wie weit ich jetzt komme, das Erste, was ich jetzt danach... Sollte ich jetzt wirklich Game Over gehen, das Erste, was ich mache, ist auf YouTube gucken, wo ich ungefähr war. Ich schätze, jetzt könnte ich echt so... Viertel vom Spiel haben. Also schätze ich jetzt einfach mal. Ich glaube jetzt nicht, dass das so ein unfassbar kurzes Spiel ist. Aber wahrscheinlich auch kein ultra langes. Aber jetzt verstehe ich, warum das so beliebt war. Also damals wie heute. Es hat echt so seinen Reiz. Hat, finde ich, für mich ein paar Sachen, die mich ein bisschen abtören. Wie das zum Beispiel bei Bossgegnern nicht so Feedback ist. Und auch, wie gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass es nicht so ganz direkt ist mit da, wo ich lande oder was ich mache. Aber das könnte natürlich auch persönliches Empfinden sein. Ist wie Flapper. Den Film überhaupt noch jemand kennt. Früher war ich ja immer, wenn so neue Disney-Filme waren, im Kino und hab die halt zu Weihnachten dann bekommen, wenn sie dann 2 Jahre später gefühlt auf VHS waren. Und hab mich immer gefreut, König der Löwen, Toy Story, aber Flapper hat mir gar nicht gefallen im Kino. Aber es wusste meine Mutter nicht. Dann habe ich den zu Weihnachten bekommen. Und war halt gar nicht amused und hab's halt leider an meinem Blick gezeigt und Das war das erste Mal, wo ich am Weihnachten aufs Zimmer musste. Zumindest bis die Verwandten gekommen sind. Ah gut, ist auch undankbar. Meine Mutter kauft mir extra einen Disney-Film auf VHS. Die waren damals bestimmt auch nicht billig. Und ich bin sau undankbar. Den müsste ich mir echt mal wieder anschauen. Vielleicht gute Frage. Kann ich da rauf? Kann ich nicht rauf? Ach, doof. Aber ich war ja wo oben, was aussieht wie eine fahrende Plattform. Aber Flapper muss ich mir echt mal wieder angucken. Vielleicht gefällt er mir heute. Vielleicht verbinde ich ja damit Nostalgie... Obwohl ich mich kaum an den Film erinnern kann. Also ich weiß, dass die ganze Zeit in seiner Garage ist. Ah nein, in seinem Keller. Und an diesem Flabberzeug arbeitet. Ich überlege gerade, ob es da auch ein Videospiel gab, weil Disney-Film, aber ich glaube fast nicht.
Ah, okay, okay. Weil es sieht auch so cool aus. Enten sind so underrated, wenn es um Tiere geht. Ich meine, sie können am Wasser, Land und in der Luft sein. Ich meine, es hört sich eigentlich an, als wäre es der Gipfel der Evolution. Ich meine, wir Menschen können das nicht. Okay. Richtig abspringen. Ich sehe zumindest nichts. Oh, irgendwie reicht der Sprung nicht. Vielleicht hochschießen? Ja, macht Sinn. Checkpoint. Und wieder verwandeln. Boah, das Level sieht richtig, richtig cool aus. Hat fast schon was von dem Endlevel, aber ich glaube, das ist noch viel zu früh. Also würde mich gerade voll reizen, nachzugucken, wo ich bin. Weil ich meine, gefühlt werden es bald 2 Stunden. Und dafür, dass ich so eine Viertelstunde eingeplant habe, ist es halt mega lang. Zum Glück habe ich jetzt nicht so ultra spät angefangen. Aber schon so, dass es eigentlich langsam Bettgezeit wird. Aber mich würde auch interessieren, was ich danach auch gleich nachgucken will. Ob es davon irgendwie Comic oder Cartoon gibt, auf das das basiert oder halt einfach nur für Videospiel gemacht wurde. Weil als so Zeichentrickfilm wäre das auch unfassbar cooles Setting. Da muss ich mich wieder verwandeln. Wieso DuckTales Jäger der verlorenen Lampe, nur halt diese Geschichte hier. Stelle ich mir unfassbar cool vor und hätte ich gerade mega Lust, das als Film zu gucken. Lutsch. Da würde mich echt interessieren, auch wenn ich jetzt auf leicht stelle, inwiefern das dann anders ist, ob man dann noch mehr Leben bekommt. Weil ich weiß jetzt nicht, was man da am Level-Design halt groß leicht machen sollte. Weniger Gegner. Mal aus Spaß dann probieren. Okay, war das vielleicht eine Finte? Nein, 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 nein. 3 Leben. Aber gut, vorhin war ich auch mal recht weit unten bei diesem Battletoads-artigen Ding. Und dann ging es doch recht gut wieder voran mit Leben. Aber diese... Aber das ist mir fast zu gefährlich, jetzt da vorzugehen. Ich brauche auf jeden Fall ihn wieder. Vielleicht doch nach links. Und dann wahrscheinlich jetzt wieder mit Donald nach oben schießen. Schnell schieß, mein Freund. Exit, sehr gut. Ja. Es ging jetzt so schnell weg, dass ich nicht gucken konnte, wie viel Prozent ich brauche. Oh, das sieht fast nach Endboss aus. Oder eher nach von unten nach oben laufen. Oder doch nicht? Was ist das? Hä, muss ich das kaputt hauen? Ich werde mal Ninja. Ach, das kann ich gar nicht.
das ist so klassisch wie bei Mario Brothers 2, wenn man den Stern hat und dann diese Maske immer kommt. Gut, ich verstehe es. Oh, das ist echt mein letztes Leben. Komm, mein Freund. Oh, der Schuss ist eigentlich recht gut. Quasi wie so ein bisschen Tower Defense. Oh, ich finde es so cool, dass hier alles gerade mit Enten ist. Kommt der hoch? Ja. Sieht aus, als würde da ein kleines Pizzastück drin schwimmen. Oder so ein Pastetchenstück. Flieg hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe halt auch Angst, dass mich der Nebel erwischt, weil ich nicht ganz merke, wann er mich so richtig erwischt. Oh, der Schuss war gut. Man sollte halt nur auch treffen. Muss ich mich verwandeln? Oder war es das? Da ist zumindest ein Drink. Stimme versagt schon. Ach, da ist eine Plattform, mein Gott. Ah, der zappt jetzt rüber. Oh ne, der ist vielleicht schon zu niedrig. Verlangt mir gerade viel ab. Ach, das mit den... Das mit dem Blitz ist irgendwie cooler hier. Ach, ich glaube, diese Plattform ist erst erschienen, nachdem ich ein paar von diesen Dudes weggemacht habe. Könnt's mir auch einbilden. Wobei gerade... Na, nee, nee. Hab's mir nicht eingebildet. Komm schnell hoch, schnell hoch. Nein. Habe ich noch einen Versuch? Oh, von ganz unten. Das erste Mal, dass ich nicht mit Checkpoints überflutet werde. Boah, ich habe gerade echt schon ein gutes Stück geschafft. Wär's, wenn du mal triffst, Donald? Okay. Hätte gern einen Cheat, dass ich nur diesen Schuss hab. Aber ich sollte auch mal treffen. Ach, war's das schon wieder? Aber der ist trotzdem besser als dieser rote da. Man muss auch ein bisschen auf meine Gesundheit schauen.
Nein. Oh Gott, das war's. Oder habe ich noch eins? Aber da stand null da. Ah, das war's mit Donald Duck in Maui Malat. Ein echt cooles Spiel, das ein paar für mich so Schwachstellen hat, aber nichtsdestotrotz ein richtig, richtig cooles Spiel. Bin sehr weit gekommen, was ich nicht gedacht hätte. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder auch, kann gar nicht mehr reden, ich hoffe, wir sehen uns auch wieder bei der nächsten One Continue Challenge. Bye!